Favoriten ist der zweifache Jungvater Patrick unterdessen am Weg zu seiner Ex-Verlobten Ellie, da sie ihn um eine dringende Aussprache gebeten hat. Gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf eine Hochzeit? Servus. Und? Ich will mit dir reden, wie es jetzt weitergeht. Was soll weitergehen, wie? Jetzt so einmal wie du tust. Punkt der Hochzeit. Die Hochzeit ist einmal meiner Sicht abgesagt. Die Hochzeit habe ich abgesagt, weil es einfach nicht passt hat. Ich möchte mich jetzt nicht binden um irgendwas und nur wegen die Kinder heiraten und so. Und ja, ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Was du davon haltest, weiß ich nicht. Wie du weiterdenkst, weiß ich nicht. Ich habe dir gesagt, wir sagen das ab, weil so kann es nicht weitergehen. Ja, ich habe dir aber auch gesagt, dass ich Fehler gemacht habe und sie auch einsehe. Nach eineinhalb Jahren, wie wir zusammen, wir sind vor eineinhalb Jahren zusammengegangen. Ja, und warum hast du dann den Heiratsantrag gemacht? Habe ich gewusst, dass du so wirst? Was, wie werde ich? Dass du schon wieder nichts einhaltest, was ausgemacht war? Ich habe alles gemacht, Patrick. Was hast du alles gemacht? Wie lange? Zwei Monate? Ich weiß es ganz genau, was wir uns ausgemacht haben. Kochen, Wohnung zusammenräumen, Wäsche waschen und. Ich räume zusammen, Patrick. Für mich ist das kein Zusammenräumen. Wie oft soll ich dir noch sagen? Ich war zweimal in Kroatien. Einmal drei Tage, einmal vier Tage war ich weg. Ich komme nach Hause, hab nichts zum Essen daheim. Warum? Ist das nicht unser Hauptthema? Ja, aber ich habe dir auch gesagt, wenn du in Kroatien bist, ich weiß nicht, wann du heimkommst. Anrufen, wenn du mir seit Tagen nicht zurückschreibst. Es geht ums Prinzip. Ich komm heim, du sitzt da, spielst mein Handy, schaust im Fernseher rein. Was war deine erste Aufgabe? Von meiner Sicht aus. Nicht von irgendjemandem, meine Sicht. Ja, die wirst kochen. Was noch? Mein Rucksack nehmen, Wäsche ausräumen und Wand waschen. Warum so knapp vor der Hochzeit? Weil, nicht schon vor zwei Monaten. Weil es mir mittlerweile der Kragen geplatzt ist. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es mir endgültig reicht. In Wien-Favoriten hat der zweifache Kindesvater Patrick sich gnädigerweise zu einem Gespräch mit der Mutter seiner Kinder bereit erklärt. Ellie möchte wissen, wie es weitergeht, nachdem Patrick die Hochzeit kurzfristig per SMS abgesagt hat. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es mir endgültig reicht. Für Ellie bricht eine Welt zusammen. Sie kann Patrick nicht verstehen. Ja, aber warum hast du mir das in deine SMS schreiben müssen und mir nicht ins Gesicht gesagt? Ich habe kein Problem damit, ob ich dir das ins Gesicht sage oder nicht. Oder? Stehe ich nicht jetzt auch vor dir? Das ist einmal ein schwer blödes Beispiel. Sonst hätte ich jetzt nicht dastehen. Oder? Ja. Na eben. Wäre ich daheim gewesen, hätte ich sie auch klipp und klar ins Gesicht gesagt. Ich sag mal in einer Hinsicht Gott sei Dank. War ich nicht daheim, weil das wäre sicher vielleicht irgendwie schief ausgegangen und auf das will ich nicht zugreifen, dass sie dass da irgendwas passiert, irgendein richtiger Streit, wo dann vielleicht die Polizei vor der Tür steht oder sonst irgendwas. Das brauche ich nicht. Warum redst du nichts? Sonst kannst du auch immer so viel reden. Oder irgendeine Scheiße reden, was mich was gar nicht interessiert. Scheiße reden? Was mich gar nicht interessiert oder sonst irgendwas. Und jetzt kannst du auf einmal nichts mehr sagen? Weil ich dir die Wahrheit klipp und klar ins Gesicht sage. Zuerst sagst du noch, warum schickst du mir SMS? Ich stehe vor dir. Ich hab kein Problem damit. Glaubst du, das war leiwand, zu meiner Familie gehen und jedem sagen, no,
Für das, dass ich euch vor 3 Wochen eingeladen habe zur Hochzeit, sind wir jetzt so weit, dass es keine gibt. Ich bin schon aufgeregt, meine Frau endlich im Brautkleid zu sehen. Genauso nicht leibend wie für dich. Und alle schauen mich auch schief an. Ich lade alle ein und auf einmal muss ich wieder alle absagen. Du wolltest, dass wir heiraten. Du hast mir den Antrag gemacht. Die Ellie ist für mich die perfekte Braut und Frau. Und jetzt ist plötzlich alles anders? Ich hätte es auch wollen. Du hättest das wollen. Du hättest das wollen, Patrick. Ist es jetzt an mir gelegen? Aber warum hast du es mir nicht vor 2 oder 3 Monaten gesagt? Und nicht, wenn die Kleine auf der Welt ist, dass du da einen Heiratsantrag machst. Hab ich gewusst, dass du 2 Monate später wieder deppert wirst? Sagt mir das wer? Riech ich's in der Luft, oder was? Erklär's mir. Aber dann hättest du es aber trotzdem schon davor sagen können. Hättest du mir ja einen Antrag trotzdem machen können und dann, weiß ich nicht, 1 Monat später oder so sagen. Und nicht 1,5 Wochen, bevor die Hochzeit ist. Es sind mittlerweile nur 3 Monate vergangen. Wenn du es in 3 Monaten nicht raffst, bin ich der Trottel, oder was? Da bin ich schuld. Da bin ich schuld. Habe ich das gesagt? Nein. Nach deinem Reden, ja. Ich weiß nicht, wie oft du solche Geschichten noch durchmachen willst. Und mir immer erklärst, es tut so weh, es tut so weh. Schön, warum reißt dich dann nicht am Riemen? Warum? Nicht sagen, warum. Machst du das so kurzfristig und es tut mir so weh? Erklär mir mal den Grund, warum es in dein Hirn nicht reingeht. Wien Favoriten. Zurück bei den zweifachen Jungeltern Ellie und Patrick. Also ist jetzt die Hochzeit wirklich abgesagt? Ja. Wenn du dich unterschreibst, dann sogar, dass du es glaubst. Und das ist kein Spaß mehr. Es ist abgesagt. Wir sind genauso auseinander und ich werde jetzt wieder nicht bei dir wohnen. Punkt aus. Wie gesagt, ich komme mir verarscht vor, auch wenn es das du nicht du so siehst. Du kommst da verarscht vor, Patrick. Ja, es ist so. Auch wenn es das du nicht so siehst. Ich sehe es ein. Siehst das du auch ein? Was? Bei den Punkten, wo wir schon damals waren. Was? Mit deinen Weibern. Hab ich aufgehört? Hast du aufgehört? Hab ich. Mich interessieren keine anderen. Und aber da müssen wir sich dann eine neue Freundin gleich suchen. Was suche ich mir eine neue Freundin? Was? Wo? Wir streiten und das Erste, was siehst du, schreibst mit irgendeinem Weib. Mhm. Ja, dann, dass ich mit Weibern schreibe, ich sag mal, das ist im Leben nicht verboten. Nur weil sie dir irgendeine Scheiße erzählen, dass ich geschrieben hab? Fuck you, einen Scheiß hab ich geschrieben. Ja, ich hab dir auch gesagt, dann zeig mir das. Was hast du in meine Sachen zum Suchen? Hab ich jemals in deine Sachen reingeschaut? Entweder du glaubst es mir oder nicht, dann geh scheißen. Ganz einfach. Wie gesagt, mir reicht's, mir steht das Wasser über dem Kopf. Mit deiner Art, mit deinen Sachen, mit dem, was du tust. Zu viel. Nein, ich sag nicht nein. Ich sag sicher ja. Schau, wie schön das ausschaut. Ja, da fehlt aber auch noch was. Ja, ich will. Nee, auch nicht so. Ich weiß schon, dass der Patrick ja sagen wird, nur richtig sehen und wissen tue ich es erst, wenn es wirklich soweit ist. Nein, ich krieg sicher keine kalten Füße. Ich bin schon so aufgeregt und am liebsten wäre ich schon verheiratet. Und ich hoffe, du stellst dich dann irgendwann einmal bald auf deine eigenen Beine. Ich will meine Kinder normal sehen. Bin nicht von der Bildfläche verschwunden, wie es du vielleicht denkst. Du siehst mich oft genug. Aber zusammen sein spielt sich nicht mehr. Mit uns zwei geht es so weiter, dass wir nur noch wegen den Kindern jetzt befreundet sind. Mehr nicht. Dass du das nicht willst, das weiß ich ganz genau. Aber was soll ich jetzt dagegen tun? Hat irgendjemand was gesagt, dass du dagegen was machen musst? Nein. Du brauchst mich auch nicht anfangen. Ich fuck dich nicht an, Patrick. Der Ton macht die Musik. In dem Gespräch ist jetzt rausgekommen, dass es keine Hochzeit mehr gibt.
dass ich die Hochzeit absagen soll und dass es für immer aus ist. Ja, für mich ist sie endgültig aus. Zusammen sind wir nicht mehr. Der Zug ist abgefahren, sagen wir so. Gedacht habe ich mir schon, aber dass es wirklich so ist, wollte ich nicht wahrhaben. Wir haben das alles besprochen. Ich weiß, du willst das so nicht einsehen, aber ich werde jetzt wieder gehen. Und ich hoffe, du wirst es schaffen, in den nächsten Tagen wieder mal runterzukommen. Für mich ist einmal gegenüber der Ellie der Zug abgefahren. Es hat sich aus einer Liebe eine Hassliebe entwickelt. Abgefahren. Und ich wünsche halt im weiteren Leben alles Gute. Und pass halt trotzdem auf meine Kinder. Wie es weitergeht, stark für meine Kinder sein. Alles andere ist Nebensache.